Wir sind hier am Set des neuen Films Gangs und bei mir ist Wilson Gonzales Ochsenknecht. Hallo erstmal. Ja, guten Tag. Das sieht ja schon alles ein bisschen rockig hier aus, ne? Worum geht's in Gangs? Es geht um eine Jugendbande. Also, es geht um einen Typen, der aus dem Knast kommt. Der bist du? Chris ist sein Name, ja, das bin ich. Und saß im Knast, weil er beim Dealen erwischt wurde, wo es um 30.000 Euro ging. Und das Geld muss er aber zurückzahlen. Und der Film geht darüber, wie er versucht, dieses Geld aufzutreiben, was sehr schief geht. Und dann versucht, irgendwie andere Maßen zu ziehen, die irgendwie eigentlich nicht so erfreulich sind. Also er muss dann die Eltern von dem Mädel bestellen, von seinem Bruder. Aha. Oder seine zukünftige Freundin. Und das geht, also das hat auf jeden Fall mit Leben und Tod zu tun, sage ich nur. Auch mit wenn sich Leben das jetzt nicht so anziehend anhört, weil wenn man von Eltern klaut, der Freundin hört sich jetzt nicht so wow an, aber ich meine, Banküberfall ist drin, viele Schlägereien, also ist eigentlich so. Das heißt, es geht eigentlich um das moderne Leben in einem Ghetto. In einem so. Ghetto, ja, so ein bisschen ghetto-mäßig also sieht es hier aus, ne? Wir nicht sind wirklich Ghetto, es ist ein cooles nicht? Ghetto, sag ich mal. Cool. Weil Ghetto sagt man ja immer so, mehr Familienhäuser, die irgendwie 100 Meter hoch sind. Also eher so Neukölln und so Trabantenstädte, ja, genau. Und so. Ja, richtig. Mit Stil. Mit Stil. Ghetto mit Stil. Na, ich finde das hier irgendwie ganz kuschelig schon, aber so mit brennenden Autoreifen und so. Also hey, du bist eigentlich der Anführer einer Jugendgang. Ja, genau. Und gerätst auf die richtig schiefe Bahn. Also hast eine Haftstrafe abzusitzen, dealst, klaust, stiehlst, darfst also eigentlich diesmal so ein richtig wilder Kerl sein. Also, endlich. Wie es sein soll. Nee, macht das Spaß, mal so einen richtig Bösen zu spielen? Weil bis jetzt hast du ja eigentlich immer die Position der Guten eingenommen, ne? Ja, ich meine, na, ich war im vierten Teil war ich ja auch böse. Ja, böse angehaucht, aber im Gegensatz, genau. Bist nicht kriminell gewesen. Nee, jetzt also sieht man halt die Sicht mal von der, sag ich mal, von der schlimmen Seite. Mhm. Bloß gibt es da auch auf der schlimmen Seite Gute und Böse. Bloß sind sie natürlich beide auf der schlimmen Seite, wo es illegal zugeht. Aber ist natürlich auf jeden Fall was anderes und es macht auch Spaß, irgendwie dauernd aggressiv geladen vor der Kamera zu stehen und man muss das Gefühl überbringen, als würde man jede Sekunde jemanden einer reinhauen wollen und sowas. Wie schaffst du das? Also wie bereitest du dich darauf vor, dass du die ganze Zeit aggressiv vor der Kamera stehst? Was ich immer mache, ist immer im Moment vor jedem Take irgendwie die 30 Liegestütze zu machen. Nicht dein Ernst? Doch, und dann nochmal hoch aufzuwärmen und nochmal im Kreis rennen und sowas und dann bin ich eigentlich relativ fit. Und aggressiv. Was ich mir selber nicht zugetraut hätte, dass ich sowas machen würde. Aber ich habe ja auch 2 Monate vorm Drehen habe ich angefangen zu trainieren für den Film. Mhm. Und habe einiges an Masse zugelegt. Das heißt, du hast Muckis bekommen? Ja, und bin auch ein paar Kilo schwerer geworden. Aber ich meine, das gehört dazu und hat Spaß gemacht, 5 Tage die Woche, 2 Stunden irgendwie daran teilzuhaben. Ich zieh den Hut. Aber ich zieh den Hut. Ich war selber total überrascht. Also, wie gesagt. Hätte ich auch nicht von mir gedacht. Wir sind hier mitten in Berlin gerade, in Moabit. Und hinter uns wird gerade fleißig gedreht. Was machen die gerade? Die fahren die ganze Zeit eigentlich nur hin und her mit dem Auto. Nee, also ja, fahren sie. Wie eigentlich in der Hälfte von dem Film. Aber Sophie, also die zukünftige Freundin von Flo. Mhm. Also Flo spielt, Flo ist der Bruder von Chris, gespielt von meinem Bruder. Wie passend. Ja, irgendeiner muss es ja tun. Und die fahren in die Ballettschule mit der Mutter. Also mhm. Die Sophie fährt mit ihrer Mutter in die Ballettschule. Und die Ballettschule ist in Moabit. Ah, okay, deshalb sind wir und also gerade hier. Das wissen sie aber nicht. Und deswegen fährt so ein Spießer, also so ein X3, so ein toller, fährt hier halt durch eigentlich das falsche Viertel und in die Ballettschule. Du sagst gerade, dein Bruder wird gespielt von deinem Bruder, von Jimmy Blue. Wie ist denn das eigentlich, dass ihr immer wieder zusammen vor der Kamera steht? Ich meine, ihr habt da ja schon so ein bisschen Erfahrung, aber jetzt seid ihr auch um einige Jahre jetzt älter geworden in ja, der Zwischenzeit. Klar, ich meine, also im Moment spielen wir halt nur in Gruppen und so die schlimmen Szenen, emotionalen Szenen, die kommen eigentlich nach, wo wir nur zu zweit vor der Kamera stehen. Das ist natürlich erstmal so ein komisches Gefühl, weil die Szenen, die wir noch drehen werden, wo es richtig emotional zugeht, müssen wir dann sehr realistisch Ach so, gegeneinander, oder? Ihr müsst euch auch richtig, ihr kriegt euch auch richtig in die Haare, auch, oder? Ja, wir kriegen uns in die Haare, weil ich ihn zu etwas zwinge, was er eigentlich gar nicht machen will. Und
Aber wie gesagt, es geht um Leben und Tod und da geht es dann sehr emotional zu. Ja, werden halt keine Gefangenen gemacht, auch nicht, wenn es der eigene Bruder ist. Nee, leider nicht. Ihr dreht mit dem Rainer Mazzutani, der ist der Regisseur des Films. Der hat schon echt viele richtig tolle Komödien gemacht, wie 666, aber auch das Papstattentat, also sowas richtig hartes, ernster Stoff. Wie ist denn das mit Rainer zu drehen? Ist der in Ordnung? Rainer ist ja ein sehr technikfokussierter Mensch. Was heißt das? Bitte schön das übersetzt. Heißt, er achtet immer, dass die Kamerafahrt und die Beleuchtung alles sehr perfekt ist und dass so Stuntszenen sehr perfekt koordiniert sind. Bloß diesmal, oder ja, diesmal hat er sich echt mit den Schauspielern beschäftigt, hat früh genug angefangen, mit denen Coaching zu machen. Mhm. Mit einem sehr guten Coach zusammen haben wir gearbeitet. Und legt sich dafür richtig ins Zeug, dass die Schauspieler das rüberbringen sollen, was sie rüberbringen sollen und ihren Job gut machen. Und das, finde ich, macht er sehr gut. Okay, das kann jetzt mal, bei Gangs kann man Action erwarten, viel Blut, einen Banküberfall, Prügeleien, Ghetto-Leben, ja. Liebe? Ja, kann man auch. Verliebst du dich? Nee, ich nicht. Ich bin so der Typ, der, alles packt, was gut aussieht und was einem entgegenkommt. Das ist auch ein heißes Teil hier, ne? Wir haben ihn gerade vorbeifahren sehen, das ist der Kamerawagen, ne? Ja, das ist wie eigentlich im Kino, da haben 8 Zuschauer Platz und der Kameramann und da wird dann während der Fahrt gefilmt. Und wir haben auch noch so einen Quad, das steht da hinten, ja, das ist halt ein dritten Teil von Wilde Kerle, ist eigentlich dabei. Und mit dem wird eigentlich auch die ganze Zeit gedreht. Vorne kommt Steadicam drauf und hinten dann der Schärfer, der die Bilder schärft und sonst einer fährt das Ding. Da ist aber leider noch keiner runtergefallen. Sonst fällt da immer sehr schnell jemand runter. Du bist mein Kollege. Also, ich wünsche dir noch viel Spaß bei den Dreharbeiten. Ja. Dass du dir nicht wirklich Blessuren holst, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich gebe mein Bestes. Das ist gut. Danke dir, Wilson. Gerne. Bitteschön.